Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wie sieht's denn hier aus? Was schwarze Moskito-Partnerschaft? Wie weit? Dann gucken wir mal Kommentare. Zwei sehr schöne Folgen, vielen Dank, wie immer. Klar, kein Problem. Oh, die sind fast da. Kein Problem. Solange es dir gefällt, ist alles klar. Hab mir schon gedacht, ne? Freitag ist so dein Tag, wo du on Tour bist wahrscheinlich. Ich finde, ihr müsstet mal hier spielen, so. Aber ich weiß nicht, ob sich das für euch rentiert. 8 Stunden fahren, für ein bisschen Musik machen. Na endlich, da sind sie ja. So, zack, leer machen. Wo gehen die hin? Ja, erstmal hier natürlich entmilken, ne? Ist ja klar. Oh ja, oh hart. Die müssen natürlich erstmal übelst entmilkt werden. So, alles droppen. So, jetzt. Oh, jetzt haben wir aber Futter dabei. Oh, scheiße. Alle direkt fressen hier. Kacke. So, wir hatten nur 2 dabei. Ja, die haben direkt die ganzen Überlebensrationen weggefuttert. Okay. Gut, dann. Alles klar. Was ist das denn? Ey, der ist ja total im Arsch. Ey, da haben wir übelst die Müllkacke. Aber wir haben viel Fleisch. Wie? Ja, warte. Oh, Kalk. Ja, wir haben doch voll viel Kalk. Wieso ist das hier noch schon lange nicht fertig? Wir haben doch letztens eine 500er Fuhre Kalk bekommen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Platz? Der sieht nämlich scheiße aus. Okay, er ist noch nicht fertig. Ne, deswegen bringt das noch nichts. Ne, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Gute Arbeit, Rorschach. Jetzt mach den Platz fertig. Mr. T haut schon ab. Ey, Leute, du hast da einen übersehen. Gute Arbeit, ihr zwei. Mr. T! Ja. Was soll's. Eloy macht den letzten, komm. Okay, Daniel. Da kriegst du halt die Extrawurst. So, der Platz ist fertig. Und was soll ich sagen? Er sieht scheiße aus. Ja, Dino, was machen wir jetzt mit dem Platz? Sag mal an. Was sollen wir hier jetzt hier, oder sollen wir den so lassen? Mann, sieht das scheiße aus. Ich hab für, die Übergänge könnten wir vielleicht ein bisschen schöner machen, indem wir hier Kalkplatten hinmachen. So ein Kalkplattenrand. Oh, sieht der scheiße aus. Soll ich wiederholen? Ich komme schnell woanders hin. Oder einen Muster reinklatschen. Oder was anderes. Aber so, ich. Wir gehen einfach woanders hin. So, fertig. Wer hat sich jetzt im Zimmer eingeschlossen? Ant-Man. Hat die gar nicht. Ist ein Durchbruch. Süß. Bringt überhaupt nichts. Was macht denn hier Margarita da? Die heißt echt Margarita. Ja, krass. Was macht unser Holzsarkophag, wenn wir schon dabei sind? Im Dino, jetzt stech nicht so an. Und wenn der Comedian will,
Hier, spiel mit denen. Dann nicht. Ich vergesse hier bei manchen Tischen immer hier irgendwie das V rauszunehmen. Hier muss, hier, das dauert noch. Hier muss auch noch. Baustelle? Nee. Was macht eigentlich hier? Wird noch hier gebaut? Was habe ich nur mal gesagt? Brauchen wir noch? Ach ja, hier diese Dinger hier. Holzregale. Hat noch was hat irgendwie gefehlt, oder? Wir haben da noch irgendwas vergessen. Wieso nicht vergessen, aber es fehlt noch irgendwas. Und wir müssen auch Teleskope kaufen, 4 Stück. Solaranlagen, Schrott. Ja, das ist ja. Aber wir haben Bauteile. Komm, könnt ihr mal schneller jetzt bauen hier? Was macht Eloy eigentlich? Sie ersetzt beschädigte Teile. Es war echt cooler, als hier noch das Reparieren-Teil war. Ich kann mich daran erinnern, dass hier irgendwann mal Reparieren mit drin war. Dann würde ich nämlich einen nur fürs Reparieren einsetzen. Ohne Scheiß. Ein Bauarbeiter wäre nur fürs Reparieren da. Und die anderen gar nicht. Das war eigentlich voll optimal. Warum haben die das rausgenommen? Richtig assi von den Entwicklern. Ja, richtig assi. Genau. Du sagst es. Hier, zack, müssen wir mehr jagen. Wir müssen dann auch mal irgendwie was verrotten lassen. Ich meine, im Gebäude verrotten ja trotzdem die Tiere. Die lassen wir dann verrotten. Wobei das auch kacke ist. Wenn hier einer platt gemacht wurde, dann ist doch hier in der Nähe auch wieder irgendwas. Oder wir nehmen einfach schon irgendwas Totes. So, dann können wir ja so 2 kleine nebeneinander machen. Hier irgendwie so eine Ratte und einen Chinchilla oder sowas. Dann kommt irgendwie ein Kausar und ein Emu. Ein Truthahn, natürlich Wildschwein brauchen wir auch. Elefant, Alpakas, Affen, Boomratte natürlich. Eine Schildkröte, ein Puma. Panther. Hier liegt sogar schon ein Panther. Ist doch perfekt. Wieso liegt hier ein toter Panther? Gibt's nicht. Wieso hat denn keiner eingesammelt? Eine Kobra natürlich auch. Und hier liegt sogar schon ein Kausar. Das ist ja praktisch. Hier ist noch eine Kobra. Also schon gut, dass sie so. Boah, die Ratte ist fast weg, ne? Also müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo eine Ratte finden, die noch relativ viel Gesundheit hat dann. Also eine Skelett-Dings. Oh, hier ist sogar ein toter Affe, das ist doch schön. Vielleicht sollten wir sogar gute schon mal lagern, ja? Komm, wir machen hier mal eine Lagerzone. Wo wir dann schon mal Skelette lagern werden. So, alles löschen, kritisch. Leichen.
So, jetzt muss ich hier aber, will ich nur Skelette haben. Kann man das auch irgendwo machen? Skelette? Oh, shit. Jetzt muss ich sogar nichts. Okay, dann machen wir es anders. Mann, markier doch mal alle Lagerzonen. Gibt's ja nicht. So. Ach, scheiße. Okay. Alles löschen. Kritisch. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. So, damit die jetzt nicht da die Dinger hier rübertragen. Setzen wir die doch erstmal alle auf niedrig. Dass nur die Skelette getragen werden. So, Einstellung einfügen auf niedrig. Okay. Das müsste jetzt ja funktionieren. So, die Ratte ist noch relativ gut. Die Norm. Trag mal bitte die Ratte. Mal gucken, wo die jetzt hingetragen wird. So, hier ist ein Chinchilla, der ist aber nicht mehr so gut. Was haben wir hier? Ein Affe. Und hier ist ein Affe. 63, 81. Nehmen wir den Affen. Bond. Trag mal den Affe. So, damit hätten wir dann eine Ratte. Ich hoffe, das funktioniert. So, wo trägst du die jetzt hin? Perfekt. So, und was ist mit Bond? Bond ist schlafen gegangen. Ja, RIP. So. Wird bereits von Kane genutzt. Okay, okay. Mal gucken wir mal. Können wir nicht sehen, wo der hinläuft? Egal, dann hätten wir schon mal einen Affen. Dann holen wir schnell den Panther auch. Wo ist er? Hier ist ein Kausar. Das ist aber schon relativ kaputt. Hier der Panther. Der ist doch noch gut. Trage den Panther. So, das heißt, wir haben hier jetzt schon mal die Ratte. So, wir haben jetzt hier schon mal einen Affen. Brauchen wir irgendwo ein totes Wildschwein oder sowas? Was haben wir hier? Chinchilla, auch noch relativ gut. Gut, dann holen wir noch hier den Chinchilla. Trage den Chinchilla danach. Irgendwo eine skelettierte Boomratte oder sowas. So, wir haben Ratte, Chinchilla. Hier ist noch ein toter Affe. Ist auch noch ein toter Affe. Was haben wir denn hier? Affe, Affe, Affe. So viele tote Affen. Affe.
So, gucken wir noch mal. So, hier ist der Panther. So, jetzt holt die noch den Chinchilla. Na komm, du musst doch irgendwo noch hier, Chinchilla, Chinchilla, Ratte, Ratte, Affe. Gibt's ja nicht. Okay, hier ist der Chinchilla. Dann machen wir jetzt hier einfach. Nicht jedes Tier. Sondern hier tun wir jetzt eine tote Kobra rein, ja? Und die kommt kritisch. So, hier kommt nicht jedes Tier rein. Ein Biber haben wir, glaube ich, keine mehr. Aber hier ein Emu. Emu und kritisch. So, hier. Kommt der Kausar und kritisch. Was haben wir denn noch auf unser Ende? Was ist mit Mr. T los? Wasserschwein. So. Wasserschwein. Kritisch. Und hier kommt dann das Wildschwein. So, was kommt denn hier dann noch? Jetzt haben wir die beiden. Normales Schwein haben wir im Moment nicht. Ja, Mouflon, Elefant könnten wir noch machen. Aber was läuft denn hier noch rum? Warte, wir könnten noch einen Huhn nehmen oder sowas. Nee, einen Truthahn. Wir nehmen Truthahn. Truthahn. Hey, wo ist er hin? Hier. Kritisch. Haben wir irgendwas im Lager? Tatsächlich. Warte, ja, wir machen das anders. Leonardo. Wir testen das jetzt aus, ob das funktioniert. Wo bleibt er denn? Okay, Leonardo, kill sie! Vernichte es! Gute Arbeit. Kannst du den jetzt auch wegtragen? Kein Träger. Auch kein Träger. Haben wir irgendeinen Berserker, der auch Träger ist? Doch, hier ist doch tragen. Warte, Lucifer muss doch tragen können. Wieso kann Leonardo nicht? Aber das Ding will das doch bestimmt kochen, oder nicht? Das soll hier verrotten.
Oh, ein Emu rächt sich. Das ist doch kein Problem für Rorschach. Wir gucken erstmal, wo das Ding den hinbringt, sonst lassen wir den Emu da liegen. Wo bringt er den hin? Ja, der will den hier hinbringen. Der will den direkt verarbeiten. Gut, dann lassen wir den Emu da liegen. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch den Kausar hinmetzeln. Und das hier bringt alles nichts. Gut. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. So. Leonardo? Mach nochmal hier Gehacktes raus, bitte. Oh, den danach, bitte. Hä? Wir machen eine Comedian da. So, den lassen wir liegen, der soll verrotten. Wo bleibt denn der Leonardo? Denkt echt am anderen Ende der Karte rum. Ein Wildschwein wäre doch praktisch auch hier oben, so. So, komm. Ab ins Gesicht. Zack. Genau so. Komm, tot. Er flieht. So, zack. Und F. So, du kannst weitermachen. Ja, wie? Ja, dann... Okay. Sonst haben wir hier keine Tiere. Egal, jetzt haben wir schon mal drei vorbereitet. Müssen wir nur darauf warten, dass es Skelette werden. Was ist das denn hier? Verrottet. Eine Schildkröte. Wobei, hier liegt ein Kausar, ne? Ja, die sind schon relativ beschädigt. Wollen wir nicht. Ja, die könnten wir dann eventuell auch irgendwann mal tauschen. Voll der Grizzlybär da. Richtiger Marmorbrocken. Das nächste Mal, wenn ein Huhn stirbt, müssen wir auch darauf achten, dass das Huhn, dass wir das dann auch irgendwie dingsen, you know? Was? Da liegt hier einfach ein toter Affe im Gehege, was ist denn da los? Was machst du denn da? Haben hier zwei Leute kein Zimmer oder was? Chewy, wo schläft denn Lara Croft? Als ob jetzt zwei Leute eine neue Bude brauchen. Großhändler. Gut, eine wird ja hier gebaut. Das heißt, wir müssen noch eine neue Bude bauen. Alter, du schläfst neben dem toten Tier. Ich muss wahrscheinlich jetzt erstmal hier nochmal so was bauen. Bis wir dann richtige Häuser bauen. Damit wir erstmal genug Leute was zum Pennen haben.
So, der ist fast durch. Dann bauen wir nochmal Einzelbetten-Dinger. Oder wie so ein Schlafhotel. Kann ruhig Doppelbett sein, ne? So, erstmal wieder Fleisch kaufen. Komm, wir holen auch Milch, ist ja egal. Syngarn. Egal, erstmal runter hier. Verkaufen jetzt. Okay. Wir gucken erstmal, was wir so noch an Müll haben. Und dann werden wir ein paar exzellente Stühle verkaufen. Aber erstmal den ganzen Müll weg. Wo habe ich denn das Husky-Leder her? Ist ein Husky gestorben? Das wäre aber nicht so cool. Okay, wir holen doch nichts. Wir sind nämlich schon... Na komm. Zack. Wir haben auf jeden Fall was Fleisch gedroppt. Schadet nicht. Es muss nur noch getragen werden. Da helfen wir am besten nach. Das geht sonst nicht. Hier muss jeder mithelfen. So. Das müsste reichen. Könnten wir auch schon mal die Stühle platzieren. Ich überlege, ob ich hier in die Mitte eine Lampe hinsetzen soll. Dann kann ich die wegmachen. Oder in die Mitte einfach freilassen. So, hier können wir aber schon mal Stühle platzieren. Auch wenn das noch nicht ganz fertig ist. Hier kann ich eigentlich auch schon mal Tische reinsetzen. So, einen Tisch setzen wir noch daneben. Nicht so ein Tisch, meine Güte. Da kackt mir doch einer einen Storch. Aber ich will nicht sehen, wie der sich einen Storch kackt. Das will ich nicht sehen. Nein, danke. Jetzt habe ich Kopfkino. Das tut bestimmt weh. So, komm, zwei Stühle noch. Los, reingeruppt hier. Ja, so muss das sein. Bis einer auch weint. Was machst du da drin, Choco? Du hast da drin nichts verloren. Welcher unserer Leute ist nochmal dabei draufgegangen, weil hier was gebrannt hat und das in die Luft geflogen ist? Ist doch einer unserer Kolonisten mal draufgegangen. Welcher war denn das? Harley Quinn? Nein, das war unser erster Tod, dem wir selber schuld waren. Goofy? Wie ist Goofy gestorben? Kein Plan. Wie ist Deadpool gestorben? Er war Berserker, der ist im Eifer des Gefechts gestorben. Wie ist Darth Vader gestorben? Kein Plan. Wie ist Batgirl gestorben? Kein Plan. Wie ist Captain Hook gestorben? Ich glaube, der ist auch im Kampf gefallen. Wie ist Supergirl gestorben? Habe ich auch vergessen. Wie ist Hellboy gestorben? Wer zum Fick ist Hellboy? Terminator wahrscheinlich im Kampf. Superman an Altersschwäche. Peter Pan. Wie ist Peter Pan gestorben?
Peter Pan war eigentlich da auch mal ein wichtiger Charakter, habe ich auch vergessen. Das gibt's doch nicht. Jessica Jones, kein Plan. War das nicht auch irgendwie so unsere jüngste Putzfrau? Ich guck mal hier, ne? Die sind schon tot und man vergisst das einfach. Man vergisst die Leute. Ich meine, war das bei Dr. Who in irgendeiner Serie, ne? Das größte Können des Menschen ist das Vergessen. Valkyrie im Kampf gefallen. Rey ist auch gefallen? Ja, bestimmt auch im Kampf. Also die meisten sind wahrscheinlich im Kampf gefallen, ne? Groot, kein Plan. Donald Duck, glaube ich, auch in dem großen Kampf, wo es Valkyrie und Poison, wo es alle erwischt hat. Da sind sehr viele. Hier Poison. Ne, Valkyrie, Poison hat es da erwischt. Das ist bitter gewesen. Ja. Wie ist der Joker nochmal umgekommen? Kein Plan, ehrlich gesagt. Wurde der auch erschossen? Ich weiß es nicht. Prinzessin Leia, auch keine Ahnung. Wahrscheinlich auch im Kampf. Das war doch mal unsere Main-Jägerin, habe ich vergessen. Green Arrow. War doch ein Berserker, ne? Wahrscheinlich im Kampf gefallen. Ja, Robocop. Ne, auch Berserker. Wir bräuchten eigentlich einen Friedhof nur für Berserker. Ja, Wolverine. Die Leiche ist ja niemals aufgetaucht. Man munkelt, sie ist aufgestiegen. Und Wolverine geistert noch irgendwo rum und beschützt die Kolonie. Wie ein richtiger Berserker mit seinem Leben. Beschützt die Kolonie vor den bösen Geistern. Die uns nachts heimsuchen. So, bin ich jetzt blind? Hier war doch eben einer untätig. So, drei Elefanten, da können wir doch schon, die können wir doch platt machen. Machen wir aber nicht diese Folge. Ja, diese Folge war wieder was ruhiger, ne? Na gut, wir haben 6:30 Uhr, also 6.30 Uhr in der Früh. Ich bin auch relativ müde. Aber gut, so ist das Leben, ne? Es ist hart. Wo kommen denn die ganzen Eier auf einmal her? Naja, ist egal. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Und erinnere mich dran, dass ich in der nächsten Folge so eine Wohnbaracke baue oder sowas. Also bis dann. Ciao!